Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy 1 in einer schönen Version. Ja, wir sind hier in einem Kampf, nämlich einen Hinterhalt, und sollte kein Thema sein. Wir haben unsere Autokampffähigkeit aktiviert, schlagen jetzt einfach drauf los und hoffen, dass die alle sterben. Natürlich, Bud Spencer ist leider bei den normalen Schlägen nicht so stark wie seine Freunde, aber er hat dafür ganz andere magische, besondere Fähigkeiten, ne? Die ganz wichtig sind, und deshalb ist er ein wichtiger Teil unserer Gruppe. Und er ist nicht der, der dauernd stirbt, das ist Aidan, der dauernd stirbt, ne? Ja. So, gut. Kampf erledigt, also bald müssten wir so viel Gil haben, dass wir uns alle Zauber leisten können, wobei ich befürchte, mich zu erinnern, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel ja irgendwann mal damals so ein bisschen gespielt am NES. Kann mich aber an nichts mehr erinnern, es war so eine Fanübersetzung, weil das gab es ja damals nur in Japan, glaube ich. Oder kam das in Amerika auch raus? Ich weiß gar nicht, welche Version ich glaube. Na, stimmt. Ich glaube, die Einzelversion kam sogar in Amerika raus, die 2er aber nicht. Oder wie war das? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Egal. Für uns ist das jetzt die Einzelversion, das passt schon so. So. Gut, wir gehen auf jeden Fall da nach oben, weil wir sind in Zwergenhausen und wollen jetzt mal schauen, weil wir haben jetzt diese eine Perle, und mit der, glaube ich, müssten wir jetzt bei den Zwergen irgendwas machen können. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, flieh doch, du komischer Wolf. Gott, was ist denn jetzt los? Bud, wieso schlägst du daneben? Das geht doch nicht. Das ist nicht richtig so. Und schon wieder. Ja, die Gegner sind zu low-level, da will Bud Spencer gar nicht mehr richtig draufhauen, verstehe ich, ja. Wegen schlechtem Gewissen, den armen Tieren was zu leide zu tun. Moment, diesmal mache ich den Fehler nicht, ich speichere lieber jetzt mal heraus. Man erinnert sich, so, gehen wir auf Spielstand 3 diesmal von mir raus. Irgendwas ist da, egal, so, und rein. Sherio! Genau, mit Sprung und so. Stimmt es, dass sogar Erblindete mit dem Kristallauge ihr Augenlicht wiedererlangen? Muss wohl stimmen. Schließlich soll der Dunkelelf Astos der Hexe Matoya ihr Kristallauge gestohlen haben. Nee, Moment, wartet mal. Nee, ich muss ja woanders hin. Nicht zu den Zwergen. Ich muss zu dem einen Typen da, wo die Besen herumflogen. Boah, wo war denn das? Verdammt. Es war da oben, oder? Chaos-Tempel, nee, da, Matoyas Höhle, da war das, ne? Ich glaube schon, ja klar. Ja gut, dann. Ja. Okay. Super. War mir wieder richtig gut. Hätte man TomTom einschalten sollen. Für alle, die TomTom nicht kennen, Leute, das ist so ein Navi, ja? Damals, als man noch keine Smartphones hatte, hatte man TomTom zum Navigieren. Ich glaube, da gab es andere auch, aber die hat keiner verwendet. Ich weiß gar nicht, hatte ich ein TomTom-Navi oder ich glaube, ich hatte ein anderes. Ich hatte gar keins. Meine Mutter hatte irgendwie so ein Navi-Gerät. Das waren so separate Geräte, die man sich ins Auto geklipst hat. Ich meine, gibt es jetzt teilweise auch noch. Aber es ist irgendwie der Need halt nicht mehr da. Wer braucht sowas noch? Ja, die meisten neuen Autos haben sowieso Navi eingebaut. Oder man verwendet seine Handys. Weiß ich nicht. So, Aidan ist natürlich schon wieder fast tot. Aber ich glaube, wir werden jetzt einmal... Wir versuchen jetzt, also ich hoffe, dass wir das überleben ohne Kampf. Natürlich nicht. So, Aidan. Du musst das jetzt überleben. Ich hoffe, du weißt das, Aidan. Ja, gut, sieht gut aus, hätte ich gesagt. Oh nein, böser Blick. Zum Glück ist das Spiel gnädig. Weil ich möchte nämlich hier einmal schlafen. So. Könnt ihr einmal schlafen, danke. Guten Morgen. Ja, schön. So, jetzt fragen wir mal hier die Tänzerin. Matoyas Kristallauge ist immer noch unauffindbar. Wer es wohl gestohlen hat? Wir haben es mit, wir haben es aber nicht gestohlen.
Moment, jetzt muss ich was probieren, weil ich glaube, man könnte ja theoretisch auch da bei der Brücke durch, wenn ich mich nicht irre, dann direkt da oben anlegen. Ich glaube, da war was, ne? So. Nee, man kann unten durch. Okay. Stimmt, weil da ist nämlich auch so ein Anlegesteg. Ich erinnere mich. So. Ja, ja, natürlich. So. Gut, nö. Oh, da, wir müssen da vorbei. Eieiei. Ja, komm, wir töten wieder ein paar Wölfe, ist ja gut. Wir töten Wölfe ganz schnell und ganz flott. Das dauert mir hier sonst viel zu lang. Viel zu lang dauert mir das. Viel zu lang. Ja, jetzt jammer ich rum. Obwohl ich in der ersten Folge sagte, das ist überhaupt kein Problem. Ja, gut. Singen und Let's Play und so, das funktioniert nur bei Gronkh. Da auch nur mit so Songs, die ein Wort beinhalten wie Kohle, 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 Trademark. So, guck mal. Oh, ist das mein Kristallauge? Es gehört mir, gib mir es zurück. Hier, nehmt dies, es ist ein besonders kostbarer Trunk. Aber gib mir mein Kristallauge wieder. Wegtrunk erhalten. Toll, was für eine Freude. Ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder sehen. Was ist? Verschwinde, ich kann euch nicht mehr gebrauchen. Und besonders hübsch seid ihr übrigens auch nicht. Was? Was für eine Frechheit bildet sich dir ein? Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Kann ich da irgendwie so ein Buch rausziehen oder so? Oder war das hier noch gar nicht mit den Geheimgängen? Kann sein, dass das erst bei den nächsten Teilen war, wo man einfach so in eine Wand reinwandern konnte und dann öffnete man einen Geheimgang. Ja, was weiß ich. Okay, gut, wir haben den Wegtrank. Damit können wir jetzt unseren Freund da unten wecken. Wir müssen einfach hin und her laufen. Ja. Das sieht mir sehr verdächtig aus. Ist es aber nicht. Okay. So, Wölfe töten. Die sind schnell tot. So. Und wieder ab in den Süden. Ja, typisch JRPGs, ne? Aber das Gute ist ja, wir trainieren ja mit jedem Kampf, den wir machen. Auch wenn ich da nicht mehr so viel bekomme an Erfahrungspunkte. Aber besser als nichts, ne? Vor allem, wir bekommen viel Geld. Und wie gesagt, ich glaube, wir brauchen das haufenweise Geld sowieso dann in der nächsten Stadt, weil da kostet dann alles, glaube ich, ein halbes Vermögen, was ich nicht erinnern kann. Also auch wenn man immer schön Geld gefarmt hat, glaube ich, hatte man immer Geldprobleme, wenn man in eine neue Stadt kam. Das war irgendwie immer so ausbalanciert, dass das so passierte, ja. Gut, das mit den Kämpfen könnte ich echt verbessern, optimieren, aber rein zeitlich zahlt sich nicht aus, weil das Auto-Battle einfach ein bisschen schneller ist, ja. Natürlich bekomme ich mehr Treffer und so, aber hey, ist doch egal. Gut. Und eine Potion gefunden. Schön. So, und jetzt schnell rein. Moment, ich habe gelernt, ja. Nicht, dass uns der König, wenn er wiederbelebt wird, uns auch töten. Ich kann da nicht von der Seite rein. Ich muss wirklich durch die Tür ins Schloss, wie unüblich, ja. Vor allem, weil da, wenn ich mir die Karte ansehe, kann ich links oder rechts ohne Probleme rein. Aber nee, man muss hier unbedingt durch die Tür rein. Super. So, guck mal, ich habe was für dich. Achso, muss ich ihm geben. Der Wegtrunk, dieses wundersame Gesöff. Gesöff nehme ich. Wird den bösen Fluch aufheben und den Prinzen aus dem Schlaf holen. Sound effect. Majestät, Majestät. Mir ist, als sei ich aus einem langen Albtraum wieder erwacht. Oder träume ich gar noch? Wer? Kämpfer des Lichtes? Dies kann unmöglich ein Traum sein. Wie es in der Legende geschrieben steht, sollt ihr nun den Zauberschlüssel erhalten, der so lange Zeit in der Obhut der Elfen war. Was?
Zauberschlüsse erhalten. Das ist schön. Endlich bekomme ich den. So. Ich kann meinen Dank nicht oft genug aussprechen. Wir stehen tief in eure Schuld. Nun wird endlich Frieden und Harmonie in unser Reich einkehren. Mein tapferer Krieger, ihr habt den bösen Fluch gebannt und mich aus einem bösen Albtraum gerettet. Habt Dank. Ja, gerne. Der Zauberschlüssel ist uns Dank genug, weil endlich können wir überall alles looten. Ja, und looten ist ja eins unserer Haupthobbys. So, ist das schön, oder? Ja, ich kann da rein. Mithril haben wir erhalten. 800 Gil erhalten. 700 Gil erhalten. Bronzehandschuhe. Was, Bronzehandschuhe? Obwohl, Bronzehandschuhe, glaube ich, ist gut. So, Mithril haben wir für den gar nicht gut. Aber Moment, Bronzehandschuhe? Könnte ich ihm natürlich geben. Ja, komm, bekommt er. So, wer braucht jetzt den Mithril-Hammer? Oh, wow. Da wird der Bud Spencer jetzt richtig gut. Cool. Gut, jetzt muss ich blöderweise überall nochmal hin. Ja? Nein, ins Dorf nicht. Also überall außer dahin. Weil blöderweise habe ich jetzt leider die Möglichkeit, überall reinzugehen. Das bedeutet, ich werde zuallererst, glaube ich, in den... Ja. Boah, das ist jetzt nervig. Eigentlich ist das nervig, dass ich jetzt überall wieder hin muss. Aber andererseits egal, ne? Wir haben doch Zeit. Weil das Problem ist nämlich jetzt... Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt das Item bekomme, das mir weiterhilft. Jetzt habe ich zwar diesen Schlüssel bekommen, mit dem ich ganz viele tolle Schatzkisten öffnen kann. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wo das Item ist, was mich weiterbringt. Wahrscheinlich ist es eh nochmal im Sumpf-Dungeon. Wenn nicht im Sumpf-Dungeon, sondern Sumpf-Dungeon. Ja. Das ist die Fancy-Variante des Sumpf-Dungeons. Heieiei. Ich meine, ich könnte hier auch fliehen. Könnte ich eigentlich auch mal probieren, ne? Weil so extrem viel bringen mir diese Gegner jetzt auch nicht. Wobei fliehen ist halt schon... Nee, komm, fliehen... Also fliehen machen wir nicht. Leute, fliehen, das passiert nicht. Weil ich, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich trainiere. Auch wenn die Erfahrungspunkte hier eher gering sind. Ein bisschen Gills ist es ja trotzdem ein bisschen Gold, ja? Von dem her, das passt schon. Und ich sollte mich nach diesem Kampf vielleicht mal heilen. Die. Ja, Aidan ist fast tot. Trademark. Deshalb Magie. Bud Spencer, bitte einmal zweimal Aidan heilen. 121, ja, das passt gut. So, und rein in den sumpfigen Sumpftümpel. So, und da müssen wir einmal den Das war doof. Bitte nicht vergiften, Wölfe. Ah, stimmt, die Bud Spencer hat jetzt auch so einen tollen Hammer, das hätte ich ganz vergessen. So, da ist nix, ne? Genau, das war jetzt doof. Aber hey, ich hab's doch einfach getan, dass wir diesen Abschnitt des Levels auch mal sehen, ne? Also schön, wenn alle so stark sind. Bis auf Vivi. Der hat immer noch nur einen Dolch. Aber der hat andere Qualitäten. Oh oh. Toll. Ja, es funktioniert so selten mit dem Angriff hier. Aber manchmal funktioniert es dann doch nicht. Ich weiß nicht, nach was das geht. Also Aidan trifft relativ oft. So. Komm dann einmal wieder Magie, einmal wieder Vita auf Vivi Vita. So, und rein da. Oh. Habe ich draußen jetzt gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier einen Stab gefunden. Ich mache mal schnell speichern. So, wie war das hier jetzt eigentlich nochmal schnell? Da unten, ne? Ja, müsste... Drei Schatztruhen gibt es hier noch. Heia, Skorpione. Okay, ja. Machen wir mal tot. Oh, Cloud ist vergiftet. Das freut mich nicht so.
Und wir haben trotzdem ein Level Up. Also es ist jetzt nicht so, dass das gar nichts bringt. Habe ich jetzt eigentlich hier... Nee, habe ich natürlich nicht. Was war Heilung? Heilt LP der ganzen Gruppe. Genau. Okay. Ja, muss ich wohl oder übel doch ein Antidot nehmen. So, und da waren jetzt die ganzen Eingänge unten. Also wir müssen... Ja, zuerst noch nach unten. Gut. So, und da jetzt ganz nach unten. Okay. Und tot. Ja, doch, es ist okay. Es ist okay, wenn wir die alle töten. Ja. Die haben es verdient. Und das Gute ist jetzt wirklich nur mehr noch ein Schlag von jedem. Also vom Fast. Der hält viel aus. Warum hält der so viel aus? Dafür halten die anderen weniger aus. Okay. So. Jetzt hoffe ich, dass in jedem dieser Räume eine Kiste drin ist, aber sollte eigentlich schon sein. Gott, Aidan ist schon wieder fast tot. Aidan, wenn du das nicht aushältst, ich sag's nur, das wäre eine Schande, ne? Eieiei, so, okay, Aidan ist ja... Komm, machen wir mal eine Vitra für Aidan. Ist halt ein bisschen besser. So. Oh! Moment. Ich kämpfe einfach mal. Also es sind nur Pisco-Dämonen. Das sind eh die normalen Gegner, oder? Was können die? Oh. Okay, das ist jetzt doch nicht so klug, wie ich mir gedacht habe. Vivi ist tot, das ist nicht schön. Das sind Dämonen, oder? Naja, Dämon. Ja, eigentlich müsste Dialux funktionieren, oder? Wieso haben die jetzt Vivi getötet? Nee, Dialux funktioniert natürlich nicht. Gott, und ich habe wieder mit Autokampf gemacht, ich Trottel. Ja, echt, oder? Nochmal verfehlen, das wundert mich jetzt. Tja, okay. Ja, ich hätte den nicht töten müssen, hab's aber trotzdem gemacht. Komm, der Vollständigkeit halber. Jetzt haben wir auch mal einmal eine Phönixfeder. So, jetzt haben wir nur noch 4. Und Magie. Toll, jetzt habe ich natürlich Vita auch. Ja, weißt du was, komm. So. Hauen wir einfach Potions raus, weil dafür haben wir sie. Was? Toll, noch eine Falle. Anacondas. So, was werden die jetzt sein? Weißt du was? Ich mache hier einmal Irrsinn auf alle. Einfach nur, damit wir schauen, was die so können. Okay, ich glaube, die sind nicht so stark. Nö, die sind nicht stark. Okay. Nein, nicht Auto-Battle. Ganz gefährlich. Toll, bei einem verfehlt, aber alle anderen, okay, man sieht, die sind jetzt nach links gedreht. Das bedeutet, dass sie sich gegenseitig wahrscheinlich töten. Genau, beißt sich selber, sehr brav. Oh nein! Die das ist das Problem an Konfusität, dass die natürlich irgendwann wieder nachlässt. Ja, ich meine, stärker sind die schon wie die anderen irgendwie. Gut, dafür bekommen wir auch mehr Erfahrungspunkte. Silberarmreif erhalten. Oh gut, Silberarmreif ist sicherlich nicht schlecht, ne? Für wem ist der? Silberarmreif. Abwehr plus 15, Gewicht plus 1. Moment, dann machen wir da mal. Und die haben alle nur Bronzearmreife. Okay. Ja, gut. Müssen wir heilen? Nö, noch nicht. So, zum Glück im Angriffsvorteil. Wobei, das sind wieder diese blöden Gegner, wo man immer nie weiß, wie und was, ne? Boah, Alter. Ja, keine Ahnung. Bitte nicht vergiften. Ich wäre sehr verbunden.
Gott sei Dank. So. Okay, da ist keiner. Ist das auch eine Falle? Wahrscheinlich ja nicht, weil sonst wären diese Totenschädel drumherum, oder? Di-di-di-di. So, okay. Natürlich war es die Falle. Warum habe ich vorher nicht gespeichert? Ah, schon wieder die. Aber wir sind im Angriffsvorteil. Das bedeutet, wir machen hier einmal... Eis rauf, alle. Komm, Angriffsmagie. Wobei, nee, nicht Autobattlen. So, dann das müsste eigentlich... Ja, genau, perfekt. So passt mir das ganz gut. Weil die sind sonst schon fast ein bisschen zu stark... Gut, eigentlich sind die gar nicht stark. Nee. Easy. Ein Anti... Oh. Toll, ein Antidot erhalten. Ich bin richtig happy drüber. Ein Antidot. Weißt du, ein Antidot aus einer Kiste, die eine Falle war. Ihr wollt mich doch verarschen spielen. So, sind wir da? Was ist da los? Ist ja gar nichts drin. Hä? Moment. Achso, das sollten Grabsteine darstellen oder sowas, oder? Di-di-di-di-di-di-di. Das dauert ewig. Und noch 3 Tage. Okay. Und vergiftet. Und vergiftet. Ja, zum Glück flieht der Scheißpilz. Ich mag diese Gegner nicht, weil dieses Gift vergiften und dieses... Ja, super. Und dieses Abwehren die ganze Zeit. Könnten wir die vielleicht einmal treffen? Auch, danke. So. Items, na toll. Wir sind alle vergiftet. Was hat es jetzt wirklich mit dem auf sich? Gar nichts wahrscheinlich. Okay, das ist einfach nur eine Grabkammer. Ja, gut, machen wir mal Angriff wieder. Ist egal. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo Autobattle richtig doof ist. Weil jetzt greifen alle diesen Pilz oben an. Ich mach's ja trotzdem. Ja. Und der Pilz oben hat so blöde Abwehr. Weil normalerweise hätten wir die anderen angegriffen, wären die wahrscheinlich alle schon tot. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Außer da faul sein zu können. Und ich weiß, dass wir hoffnungslos überziehen, aber ich will die letzte Kiste jetzt noch holen. So, noch ein paar Potions reinhauen. Ja, toll. Krebsies! Ich meine Skorpionsies. Bitte nicht vergiften. Natürlich. Und Cloud ist schon wieder vergiftet. Cloud, du magst das wohl, vergiftet zu werden. Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mich da immer bereit zu, ne? Das macht so Spaß. Ja, also Cloud. Ich hab dich nicht aus der Battle aktiviert. Was ist denn jetzt los? Auf einmal battelt der nicht mehr automatisch. Hallo? Nur weil Cloud vergiftet ist, das ist doch kein Grund, hier Autobattle auszuschalten. Nein. Bitte ein... Ja, genau. Menüprobleme. So, komm, machen wir irgendwas ein bisschen mit so. So, machen wir einmal den da und einmal den da. Und einmal den da. So, und das ist eine Falle. Das sehe ich ja ganz klar. Machen wir einmal schnell speichern. Ich glaube nicht, dass es ein wilder Gegner ist. Wir sind da wieder die. Aber weißt du was? Diesmal machen wir es wieder auf die gute Art und Weise. So, Eisrohr. So. Gut. 1020 Gille erhalten. So, jetzt müssten wir aber hier... Haben wir alles. Genau, okay, wir haben hier alles. Und das soll es auch gewesen sein für diese Folge. Wir haben eh viel zu viel überzogen. Aber nächste Folge geht es dann weiter bei der frischfröhlichen Suche nach den letzten Türen, die wir aufsperren können. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.